damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu einem neuen Part. Moment, halt, warte. Das ist nicht Olaola. Das ist auch nicht der magische Ziergarten. Wo zum Geier sind wir? Naja, wie auch immer. Zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Hier aus Melemele. Ich kann es ja sagen. Wir sind in Melemele am Strand. Wie heißt der? Ist ja auch egal. Wir sind hier am... Ja, komm, jetzt muss ich es rausfinden. Das ist natürlich der Big Wave Beach, an dem wir das Mantax-Surfen gelernt haben und auch zum ersten Mal auf diesem Skull getroffen sind. Und ja, ich habe mich mal ein klein wenig informiert. Es gibt hier eine kleine Sache, die man, eine kleine Nebenquest, die man machen kann mit mehreren Voraussetzungen. Man muss A, die Insel Arcana schon abgeschlossen haben, soweit ich weiß. Und man muss nachts hierher kommen. Ja, das muss man unbedingt machen. Und da war noch irgendwas. Und man muss mit diesem Jungen hier sprechen. Genau, das war's. Und der wird uns dann weiterführen und eine kleine nächtliche Quest bereiten. Ja, seid gespannt. Ich rede direkt mal mit dem Jungen hier und wir begeben uns in eine nächtliche Quest auf Melemele. Seit neuestem in der Trainerschule. Deshalb haben jetzt alle Angst, nichts nachts dorthin zu gehen. Hoffentlich kümmert sich da bald jemand drum. Am besten einer von diesen super coolen Trainern, die so stark sind, dass sie sogar unseren Inselkönig besiegen können. Ja, ich wäre einer von denen. Ich könnte das machen. Ja, das ist so eine kleine Creepypasta. Sag ich mal, Inselaufgabe, so Sidequest, die von Nintendo da so einprogrammiert wurde. Ihr werdet es ja sehen. Als erstes fliegen wir mal zur Trainerschule. Ich muss ein klein wenig leiser sprechen. Ich fange schon wieder an zu brüllen hier. Ich drehe das Ganze hier um fast Mitternacht. Also, ja, ich will ja auch atmosphärisch bei mir auch irgendwas erzeugen. Mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Es wird ein bisschen gruselig, hoffe ich zumindest. Und ja, sofern es in einem Pokémon-Spiel gruselig werden kann. Ja, dann gehen wir mal rein. 18er Pokémon-Trainerschule. Hört ihr diese Musik? Die ist aber atmosphärisch. Wen haben wir denn hier? Ein kleines Mädchen. Forever. Mitten alleine. In der Nacht. And ever. Auf einem dunklen Schulgelände. And ever. Wenn das nicht gruselig ist. Du bist Trainer. Gut. Ich eine Bitte habe. Nachts. Alle haben Angst. Schule. Die sieben Mysterien. Gerüchte. Bitte. Die Geheimnisse lüften musst. Drei. Du helfen? Ja? Ich habe gerade keine Zeit oder verlass dich auf mich. Verlass dich auf mich. Ich helfen. Ja. Danke. Glücklich. Sieben Mysterien. Welches dich interessieren? Habe ich vielleicht vorher mal eine kleine Warnung ausgesprochen, dass ihr das vielleicht nicht unbedingt vom Schlafen gehen gucken sollte, diesen Part. Ich bin mir sicher, das habe ich gemacht. Also ja, seid gewarnt. Das könnte hier ein bisschen creepy werden. Das Irrlicht in der Dunkelheit. Der schleimige Fürst. Das klingt ja super. Die Durchsage des Grauens. Die Dimensionstreppe. Das verfluchte Tagebuch. Das Geisterklassenzimmer und was ist mit Nummer 7?
Das sind unsere 7 Aufgaben hier. Die werde ich versuchen, heute in diesem Part durchzurasseln. Und ja, beginnen wir mal mit das Irrlicht in der Dunkelheit. Das Irrlicht in der Dunkelheit. Nachts am Ofen ein Irrlicht erscheint, zieht rastlos umher. Sein Klagen ertönt, jemand muss brennen. Wirst du die Stimme des Mädchens erkennen? Bitte, die Mysterien musst sie lösen. Aber vorsichtig, du in Gefahr, ich sehr traurig. Ja, okay, die Atmosphäre stimmt. Also, die Dialoge, die sind schön, wenn man sie sich mal durchliest. Ja, finde ich sehr toll. Du durchsuchst den Müllverbrennungsofen. Es befindet sich nichts als Asche da drin. Okay. War es nicht nachts am Ofen, wo ich hin soll? Brenne. Muss ihn verbrennen. Aber du kannst eine Stimme hören. Aber woher? Wenn das mal nicht creepy ist, diese Sidequest. Ja, Nintendo hat's drauf. Muss ihn verbrennen. Ja, alle verbrennen. Huch, wer ist denn da? Du erzählst dem Mädchen von den 7 Mysterien. Ich? Eines der 7 Mysterien? So ein Blödsinn? Ich habe nur still und heimlich einen Brief verbrannt. Möglicherweise haben die fleckenden Flammen aus dem Ofen wie ein Irrlicht ausgesehen. Der Brief, er war für ihn. Aber er ist und deshalb. Also hast du ihn verbrannt. Was verstehst du denn davon? Ich werde dir zeigen, wie es sich anfühlt, wenn jemand dein sensibles Herz in 1000 kleine Stücke zersplittern lässt. Pokémon-Kampf bei Nacht. Sportskanone Reha fordert dich heraus. Reha wie Rehabilitation. Das, wo man hingeht. Ein anderes Wort für Kur. Ah, okay. Schöner Name. Wie wäre es denn mit Sandgrab für dein Vulcano? Könnte doch etwas bringen und dein Vulcano sehr effektiv besiegen. Vulcano setzt Blut ein. Okay, Blut auf einer Sandburg. Jetzt nicht gerade die brillanteste Idee, aber ja, kann man vielleicht mal machen. Ja, okay. Ich würde es durchaus als effektiv bezeichnen. Kann man mal machen. Kann man einsetzen. Silberblick. Naja, ja, was soll ich denn dazu bitte sagen? Verteidigung von Sandy stinkt. Ja, sie stinkt vor allem auch. Sie stinkt ab. Aber Vulcano, der stinkt auch jetzt ab. Ja, und dann geht's weiter mit der nächsten. Mit dem nächsten Rätsel, mit dem nächsten Mysterium. Sportskanone Rea besiegt. Mein Herz ist in 1000 kleine Stücke zersplittert. Und in meiner Brust wird es immer kälter. Zwangfee gewinnt 392 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen das Mysterium Nummer 1 hervor. Verloren! Wie in der Liebe, so im Pokémon-Kampf. Du hast noch nicht verloren. Solch einfühlsame Worte, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Du hast recht. Meine Liebe wird niemals verglühen. Da fühle ich mich gleich viel besser. Danke. Erst dann möge meine Inselwanderschaft, meine Suche nach der Liebe beginnen. Scheint so, als hätten wir das erste Rätsel gelöst, das erste Mysterium bestanden. Und die creepy Musik im Hintergrund läuft weiter. Sie führt uns weiter. Das Irrlicht, der Dunkelheit, Geheimnis gelüftet. Keine Angst. Verstehe. Aha, Liebesbrief brannte wie Irrlicht. Falscher Alarm. Andere Mysterien, bitte
Lüfte sie. Also entweder ist dieses Kind psychisch sehr labil, ich drück's mal so aus, und gehört sofort eingesperrt in die nächste Klapse, in eine Gummizelle, oder hier spukt's tatsächlich in der Trainerschule. Sieben Mysterien, welches dich interessieren? Dann nehme ich mal den schleimigen Fürst, das klingt doch super für mich. Der schleimige Fürst. Nachts seltsame Geräusche vom Gang. Ein schleimiges Schlürfen. Er naht. Glimmer, Schlurf. Der schleimige Fürst. Wackel, blub. Ein Friss. Er frisst dich zuerst. Bitte, die Mysterien muss sie lösen. Aber vorsichtig, du in Gefahr. Ich sehr traurig. Okay. Im Gang. Also müssen wir rennen in die Schule. Ja. Die Musik. Ja, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Bei dieser Musik. Okay. Die Tür ist nicht versperrt. Ist ja nicht Resident Evil. Ich warte wirklich die ganze Zeit hier noch auf einen Jumpscare. Das ist wirklich, das muss hier irgendwie, das ist Nintendo. Das muss einfach irgendwie, ja. Obwohl, ist ein Kinderspiel, deshalb, obwohl. Für ein Kinderspiel ist das schon ziemlich makaber hier. Also es ist, ja, ich habe an Resident Evil schon Schlimmeres gesehen, aber für das das Spiel hier eindeutig ein Kinderspiel ist, das ist, kann man doch sehr als makaber bezeichnen. So. Alles ist leer. Wir irren durch die Gänge. Ganz allein in der Schule. Bei Nacht. Gefangen im Dunkeln. Na, wenn das mir nicht gefällt. Natürlich gehen wir mal weiter hoch. Oh, das Geräusch. Das war ein Jumpscare. Das war ein Jumpscare wert. Schlurf, schlurf. Du hörst ein matschiges Schlürfen aus Richtung der Treppe. Es kommt immer näher. Du sollst dich irgendwo verstecken. Ja, das sollte ich vielleicht. Hier kannst du dich verstecken. Du versteckst dich im hinteren Spind. Du kannst nichts sehen. Die Geräusche kommen langsam immer näher. Jemand oder etwas versucht, den Spind zu öffnen. Keiner da? Was machst du denn da drin? Es ist gefährlich, sich in einem Spind zu verstecken. Ach ja, ich bin der Enkel des Hausmeisters. Das hier ist mein Partner Schleimo. Ich glaube, es hat ein Auge auf seine Rivalen Schleimi geworfen. Sly! Das Saubermachen erledigt mein tüchtiges Dämon. Sonst immer alleine. Aber diesmal sind auch die Spinde da dran. Und mit seinen kleinen süßen Händen kann es die Spinde eben nicht alleine öffnen. Hinter dem Mysterium des schleimigen Fürsten verbirgt sich Schleimern, das tüchtige Dämon. Schleimann ist so putzgierig. Es verschlingt einfach alles, was es in die Finger bekommt. Es könnte sogar dich im Ganzen. Kleiner Scherz. Ah, kein Pokémon-Kampf. Okay. Dann mal wieder runter oder was? Und die creepy Musik hört nicht auf. Raus auf das noch dunklere, einsame Schulgelände. Zu dem dunklen, noch einsameren Mädchen. Der schleimige Fürst. Geheimnis gelüftet. Super. Wie? Was? Verstehe. Aha, Slimer putzt. Schule. Kein Grusel. Andere Mysterien. Bitte. Lüfte. Sie. Sieben Mysterien, welches dich interessieren? Dann nehmen wir doch mal die Durchsage des Grauens. Ja. Mal sehen, wie grauenhaft diese Durchsage wird. Die Durchsage des Grauens. Nachts. Lehrerzimmer, erster Stock, aus Lautsprecher,
eine Stimme. Stimme aus dem Jenseits. Hörst du sie? Um dich geschehen. Im Zimmer gefangen, darfst nicht gehen. Bitte, die Mysterien musst sie lösen. Aber vorsichtig, du in Gefahr. Ich sehr traurig. Ja, eine schöne Gruselgeschichte am Abend. Ist aber schön, wie sie sich immer wieder auflösen hier, diese Geschichten. Nicht übel. Jetzt werden wir hier gefangen. Hier scheint niemand zu sein. Ich gehe gerade nicht, das bewegt sich gerade von selbst. Okay. Was passiert? Dum, 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 dum. Okay. Dieser Ton. Tod. Nie wieder hier raus. Du. Nie wieder. Okay, das macht Spaß. Hoppla, was machst du denn um diese Uhrzeit noch hier? Pfleg. Ach ja, du konntest du meine Durchsage eben deutlich verstehen. In letzter Zeit ist immer irgendwas mit den Lautsprechern nicht. Sie rauschen so stark. Ich bin extra länger geblieben, um sie zu reparieren. Moin. Und dieser Vollplatz hier hat sich natürlich nichts Besseres zu tun, als direkt vor der Tür einzuschlafen. Wie du sicher weißt, lassen sich die Fleckmann nur sehr schwer wecken. Also war ich quasi im Zimmer eingesperrt. Da ich aber nach Hause wollte, habe ich versucht, es mit den Lautsprechern zu wecken. Was für eine Heckmeck. Jetzt muss ich dringend ins Bett. Ich mache mich dann mal vom Acker. Du sollst auch nicht mehr lang hier rumstreuen. Pfleg. Du, was mir langsam mal auffällt hier, an diesem Quest hier, an dieser Nebenquest, wer hier wirklich der Böse ist. Aber hallo. Die sieben Mysterien. Ha, Mysterien. Die Durchsage des Grauens. Geheimnis gelüftet. Danke. Ich sollte aufhören, um diese Uhrzeit sowas zu spielen. Die Durchsage des Grauens. Geheimnis gelüftet. Verstehe. Aha, Lautsprecher kaputt. Kein Spuk. Erleichtert. Andere Mysterien. Bitte, lüfte sie. Sieben Mysterien. Welches dich interessieren? Dimensionstreppe, ja, das scheint doch super zu sein. Ich werde es noch bereuen, das hier zu Ende zu spielen, aber ja, muss ja auch mal gezeigt werden. Die Dimensionstreppe, nachts. Die Treppe, Fluch. Hinauf, 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 hinab, hinab, hinab. Immer zurück zum selben Ort. Einmal hier geht's nie mehr fort. Bitte, die Mysterien musst sie lösen. Aber vorsichtig, du in Gefahr, ich sehr traurig. Immer dieser selbe Satz. Immer dieser eine Satz hier, du in Gefahr, ich sehr traurig. Weißt du was, das ist die Böse, das ist dieses kleine Mädchen, das ist, Alter, das ist, hier diese Aufgaben, die wären eigentlich gar nicht so schlimm. Wo muss ich denn jetzt hin? Treppe. Wenn sie nicht uns dauernd sagen würde, da wäre irgendwas Gefährliches. Dir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ja, das tut es gerade tatsächlich. Du spürst plötzlich, wie ein eisiger Wind vom unteren Ende der Treppe heraufzieht. Vielleicht solltest du nach unten was nachsehen. Vielleicht solltest du nachsehen gehen. Natürlich gehe ich da nachsehen. Ist klar. Jumpscare des Todes. Okay. Wenn da mal gleich kein Jumpscare kommt. Ich hab Schiss. In einem Pokémon-Spiel. Die endlose Treppe. Es geht nicht mehr weiter. Okay. Alles klar. Okidoki.
2 Uhr 28 nachts. Leute. Kommt doch noch sicher, safe. Bei der 7. Aufgabe kommt ein Jumpscare am Ende. Die Entwickler, die sind so... Was macht denn ein Entwickler von so einem Spiel? An einer Ecke der Tafel kleben mehrere Papierfetzen, auf denen du schwarze Flecken erkennen kannst. Punkt, 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 Punkt. Ach, das sind die Flecken. Und weiter. Der eisige Luftzug vom unteren Ende der Treppe ist ein wenig stärker geworden. Ob du etwas falsch gemacht hast? Okay. Das ist doch keine Einbildung mehr. Ich bin doch gerade 5-mal die Treppe runtergelaufen. Was kann denn hier die Lösung sein? Der eisige Luftzug vom unteren Ende der Treppe lässt ein wenig nach. Okay, kann ich jetzt weiter runtergehen oder was? Wehe Spiel, das ist hier ein Jumpscare. Nee, ein Rätsel. Ist ein wenig stärker geworden. Hast was falsch gemacht. Lässt nach. Ah, okay. Dann muss ich hier unten auf den Knopf drücken. Wehe Spiel. Ja, ich habe scheinbar was falsch gemacht. Okay. Ah, okay, die Reihenfolge muss ich rausfinden. Oh, ich habe so keinen Bock auf hier einen Jumpscare zu erleben. Jo. Zuck. Hat dich gerade tatsächlich etwas Kaltes am Nacken berührt? Leute, jetzt wird's grausam. Du spürst, wie ein eiliger Wind auf dich zurauscht. Die weiße Hand. Ein Nebula quillt erscheint. Und das hat die Treppe verflucht, oder was? Ja, ich weiß, es gibt für alles irgendeinen Grund, aber... Huiuiui. Was wird das hier? Spiel, was machst du mit mir? Alter Schwede. Erstaunere. Besieg das Nebulak. Ja, Sandy kann schon ziemlich viel. Der Sandgrab, das soll auch was bringen. Schleckere. Joa, keine Wirkung, was, wie, das, warum? Dann halt nochmal Erstaunen einsetzen und dann war es das Nachtnebel. Und dann das war's mit mir. Nein, das war's noch nicht mit mir. Erstauner, jetzt dem Nebulak den Rest. Joa, am Ende siegt doch immer das Gute über das Böse. So soll es sein. Mary erreicht Level 25, das ist auch sehr gut. Steve erreicht Level 28. Oh, da entwickelt sich noch was hier. Steve entwickelt sich. Er ist doch gut. Haben auch was Schönes hier, was nicht so Gruseliges im Part. Jetzt wäre ich gemein, wenn ich hier einen Jumpscare einbauen würde. Das wäre fies. Glückwunsch, dein Steve wurde zu einem Tu-Kanon. Perfekt. Das sieht doch jetzt majestätisch aus. So, Bingo. Evolution voll. 1, 2 und schwupp. Steve hat Schnabel vergessen und Schnabelkanone erwärmt. Dann kann es ja wieder rausgehen. Zu diesem Mädchen. Zu diesem kleinen, garstigen Mädchen hier. Alter. Verschwinde dieses, du kleines Mädchen. Die Dimensionstreppe. Geheimnis. Gelüftet. Toll. Verstehe. Aha. Streich in das Nebulak. Spuren auf Tafel. Andere Mysterien. Bitte. Lüfte. Sie. Dürften ja nicht mehr viele sein. 7 Mysterien. Welches dich interessieren? 1, 2, 3 haben wir noch. Verfluchtes Tagebuch. Das klingt spannend. Das klingt nach Harry Potter. Teil 2. Kammer des Schreckens. Ja, damit. Das verfluchte Tagebuch. Zweiter Stock. Ja, auch zweiter Stock kann unter Umständen auch sein. Bücherregal. Es erscheint. Lies. Und grausiges geschieht. Lies das Buch durch. In der Nacht wirst du von hier fortgebracht. Bitte. Die Mysterien musst sie lösen. Aber vorsichtig. Du in Gefahr. Ich sehr traurig. Ja,
Und Rotom möchte mit mir in den Aluna Fotoclub. Ich glaube, das ist gerade keine gute Idee. Das ist gerade keine Zeit dafür. Wir müssen hier noch ein paar Rätsel lösen. Das machen wir direkt mal. Wo gibt es hier ein Bücherregal? Hier vielleicht. Zweiter Schock. Ja. Aufi. Oh, da ist ein Bücherregal. Da liegt ein zerfleddertes Tagebuch. Möchtest du es lesen? Ja, ich lese es. 2. März. Ich bin in ein neues Haus gezogen. Es ist sehr groß. Und die Miete ist auch günstig. Einfach nur klasse. Was für ein Glück, dass ich so ein tolles Schnäppchen gemacht habe. Ich freue mich schon riesig auf mein Leben hier. Nur manchmal höre ich nachts ein seltsames Knarzen. Von woher das wohl kommt? Knarz. Von irgendwoher kam gerade ein Geräusch. Du beschließt, das Tagebuch weiterzulesen. 9. März. Irgendwas stimmt mit diesem Zimmer nicht. Eigentlich bin ich hier ganz allein. Aber ab und zu sehe ich aus den Augenblicken, wie sich etwas bewegt. Erst dachte ich, dass es mir nur einbilde. Aber ich habe immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Wer oder was starrt mich bloß an? Ein Driftlon. Ich habe es doch gesehen. Ist gerade etwas vorbeigehuscht. Du beschließt, das Tagebuch weiterzulesen. Nein, ich beschließe, das Tagebuch nicht weiterzulesen. Nein. Ich beschließe, jetzt ganz schnell aus dieser Schule rauszugehen und den Part zu beenden. Dieses Zimmer ist verflucht. Ich höre die ganze Zeit, wie jemand ohne etwas über den Boden kratzt. Wieder und wieder. Wieder und wieder. Und wieder und wieder. Kratz, 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 kratz. Das Licht ist ausgegangen. Es ist stockfinster. Kratz, kratz, kratz. Du hörst ein Kratzen. Ach. Ein Kratzen also. Was tust du? Ich folge meinem Instinkt und renne weg. Dreh. Natürlich rennt man da weg. Wir sind ja hier nicht in Resident Evil, wo wir einfach schleichen. Ja, ich frage mich auch, warum ich so reagiere hier auf diesen Part. Das ist immerhin, ja. Ich meine, immerhin habe ich schon Resident Evil Revelations zu Ende gespielt. Das habe ich komplett durchgespielt. Also wird mich das hier doch wohl nicht mehr jucken. Sandy wurde besiegt. Nein, Sandy! Nicht du! Ich fliege einfach mal. Wenn das geht. Ja, nice. So. Das war ein Auszug aus dem Horrorroman. Tagebuch, ein Tagebuchform, den ich schreiben will. Ja, hat sich alles wieder aufgelöst. Wie es aussieht, hat sich Driftlon mit Hilfe des Tagebuchs einen Scherz mit dir erlaubt. Ja, finde ich ganz wundervoll, diese Scherze. 2 Mysterien, ich löse jetzt bei diesem irren Mädchen, dass wir sofort nach diesem Part in die nächste Klapsmühle sperren. Sofort. Das verfluchte Tagebuch, Geheimnis. Gelüftet. Verstehe. Aha, Driftlon spielte Streich. Wie mir lange her. Drief! Ach, da ist das Driftlon. Ah, böses Driftlon. Aus. Gibt's heute kein Futter für dich. Streich. Streich gespielt, weil einsam. Andere Mysterien, bitte lüfte sie. 7 Mysterien, welches dich interessieren. Immer dieselbe Nummer. Nummer 6 hier, das Geisterklassenzimmer. Tief in der Nacht, 1. Stock, lautes Gelächter aus Klassenzimmer. Geister auch, brauchen Unterricht. Wer nicht dran glaubt, der sieht sie nicht. Bitte, die Mysterien, musst sie lösen. Aber vorsichtig, du in Gefahr, ich sehr traurig. Laute Lachen bei Nacht finde ich sehr lustig. 1. Stock, also dann. Kurzes Lachen aus dem Klassenzimmer. Okay. Eine wunderschöne guten Morgen. Auch heute wollen wir alle wieder fleißig lernen. Ja, Frau Lehrerin. Stimmen schallen durch das Klassenzimmer. Okay. Hallo Frau Lehrerin, können Sie mir hier was sagen? Worum geht's hier? Wenn du mit einem gesprochen hast, werde ich dich offiziell vorstellen. Ah, mit jedem sprechen hier, mit jedem Geist.
Inselkönige, das ist ganz klar, sind einfach toll und wunderbar. Ich gehe auch irgendwann auf Insellandschaft. Weißt du, was wann irgendwann ist? Schule macht total Spaß. Ich will für immer hier bleiben. Für immer. Und immer und immer und immer und immer. Und ever. Und immer 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 und immer. Hey du, nimm doch auch an unserem Unterricht teil. Das macht total Spaß. Okay. Juhu, wir haben eine Freundin mehr. Aber jetzt bitte, wir zusammen versprochen, ist versprochen. Und die letzte hier. Alles so nett sein. Bin glücklich. Fremde Sprache noch schwierig für mich. Aber trotzdem viel Spaß. Habe hier viele Freunde gefunden. Du wirst auch meine Freundin? Ja klar, ich werde deine Freundin. Danke, du bist sehr nett. Okay, und jetzt mit der Lehrerin sprechen. Oh, die habe ich Angst. Aber mal hergehört. Ab heute haben wir eine neue Klassenkameradin. Ihr Name ist Zhangfei. Bitte seid nett zu ihr. Ah, hallo, wer seid denn ihr eigentlich? Ich von Driftver Kinder einsam. Oha, oha, oh, ja, alles klar. Hypno. Ein pädophiles Hypno. Ist klar, war das also eine Illusion, der Hypno mit seinen hypnotischen Kräften erzeugt hat? Und die ganzen Kinder hier. Tenno, was läuft mit dir? Was läuft bei dir? Etwas versteckt. Also man muss schon nachts hier wirklich an den Strand gehen und mit dieser einen Person reden. Und dann in die Schule gehen. Aber ja, schon ordentlich. Das Geisterklassenzimmer. Geheimnis gelüftet. Wie erwartet. Verstehe. Aha, Hypnose. 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 Was? Hypnose? An mich sich erinnern. Frau. Andere Mysterien. Bitte, lüfte sie. 7 Mysterien. Welches dich interessieren? Ich nehme dann das letzte. Was ist mit Nummer 7? 7. Mysterium ist nicht drüber. Weiß. Mir tut leid. Du bist toll. So toll. Alle Mysterien gelöst hast du. Nichts Gruseliges. Ein Glück. Dank, vielen Dank. Freue mich, Schule, mich, mir traurig, mir wichtig. Alle voller Angst, ich war traurig. Also danke für Hilfe. Hier, danke schön für dich, mein Schatz. Bekam von Driftlon. Du hältst das Item Schlauglas. Schlauglas wurden Items da verstaut. Alle in Schule nett zu mir, obwohl ich ganz von weit weg. Fremde Sprache, schwierig, aber ging zur Schule. Alle lieb zu mir, habe alle lieb, will Schule beschützen. Drief! Das Mädchen und das Driftlon scheinen sich sehr zu freuen. Das gibt's ja nicht! Hey, du da, was machst du denn hier um diese Uhrzeit noch hier? Der Hausmeister. Sieht aus, als hätte dich jemand auf seinen Rundgang durch die Schule entdeckt. Das Mädchen. Und das Driftlon. Uh-oh. Sie sind verschwunden. Was hast du hier verloren? Mädchen, Driftlon. Eben, vor 2 Sekunden da noch, am Fleck. Alter. Die Gerüchte um die 7 Mysterien der Schule halten sich ganz schön hartnäckig. Deine Augen haben dir eindeutig einen Streich gespielt. Du bist hier weit und breit die Einzige. Wie dem auch sei, ich sollte meine Runde zu Ende bringen. Und du, ab nach Hause mit dir. Alles klar. Und damit verabschiede ich mich von euch. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, im nächsten Part geht's weiter in Mali hier Ziergarten auf Ulaula. Dieser Part ist nie passiert. Es ist nichts passiert.
Ich war nie in dieser Schule bei Nacht. Die Sidequest hat nie stattgefunden. Dieser Part ist nie passiert. Adieu.